Herzlich willkommen zu einem weiteren Folge auf dem Arsch. Falsch. Irgendwo Thüringen, 2.0. Version 2.0. Wir fahren jetzt vom Flügen, die Flügen ist fertig. Wir fahren mit Traktoren zurück zum Hof und stellen die dann mal hin, die Flüge, und dann später die entsprechend ja, nicht reparieren, aber erstmal hinstellen, weil dunkel ist. Dann werden wir uns die Sämaschine schnappen und gleich hier mal beginnen mit der Aussaat mit Gras. Das macht am meisten Sinn, denke ich mal. Und ja, dann werden wir mal schauen, dass heute hell wird, ne? Dass hoffentlich trocken bleibt und dass nachher auch schon mal die Ernte können. Den Rest einfahren können, Ernte. Das war noch ein bisschen Stroh für unsere Tiere ins Lager kriegen. Alles in Sicht ist sehr schlecht, aber gut, da liegt an Traktoren, die haben das Licht etwas ungünstig, sagen wir so, ganz vorsichtig. Mais ist fertig. Ups, da liegt noch eine andere Maschine mehr. Da wollte ich erst wegfahren, ne? Ja, unsere Düngemaschine haben wir auch geholt. Letzte Folge noch. Fällt mir gerade so ein. Machen wir mal Licht an. Da hängen wir fest. Ach so. Gut, dann mal Lampe verkaufen. Steht so mit ungünstig. So. Garage. Hin zum Licht. Entschuldigung. So, wollen wir die eine verkaufen hier an der Straße? Ja, schon richtig Richtung. Ja. Okay, der ist weg. Dann können wir losfahren. Ja, ja, heute Gras steht an und sobald trocken wird, die weiter Weizen, Gerste ernten und dann hier auf Zwölf auch noch Gerste. Aber erstmal fahren wir die ganzen Fahrzeuge zum Hof, die jetzt hier da rumstehen, und dann sehen wir weiter. Weil dann müssen wir sehen, dass wir immer alles herkriegen. Und im Hellen dann alle Ruhe, wenn wir mit Zeit haben, entsprechend das auch wegstellen. Denn macht ja keinen Sinn, im Dunkeln sich rumzuplagen. Mal schnell nächste Fahrzeug holen. So schnell die Nacht über die Runden kriegen. Mit 30. Erntereif. Erntemenge 219.000 Liter. So, das können wir noch nicht. Das ist ein Wachstum. Freie Platz, ne? Freie Fahrt. So, links anhalten und dann passt schon. Die nächsten drei, mal schauen, wo hinschauen.
So, gucken wir die Karte, wo wir fahren müssen. So ist nämlich gar nicht so einfach, die grobe Richtung zu finden. Richtung Hof. C. Oh. Bei den großen Bäumen, ne? Rechts sind die großen Bäume. Brauchen wir hier einen Leuchtturm? Da haben wir den gleichen Kurs. Ist keiner geladen, das gut passt. Oh, Schild. Ah ja, zum Glück kann ich keine Kursion. Jetzt habe ich das Schild überhaupt gefahren. Wollte instinktiv bremsen. Wäre eh zu spät gewesen. Na, es lag etwas hier, aber gut. Das muss am Schredder-Catch liegen, nicht gerade aktuell wieder auflade. Das sind die ersten paar Minuten sind so. So, dann wieder der nächste angekommen. Ich weiß gar nicht, ob der Flug hinten ausgeklappt ist. Der ist zusammen. So, Richtung. Große Bäume. Das sind diese 1, 2, 3, 4 und ein kleiner Baum in der Mitte. Die großen, die hohen, die dicken hier, die mit der großen Krone. Früh um 2.10 Uhr. Ja, und schlafen hat es leider nie funktioniert irgendwie in Season. Ob jetzt anders ist, das weiß ich nicht. Aber zum Testen ist mir auch so schade. Denn wenn ich nämlich teste, dann ist, naja, kann es sein, dass die Tiere sterben, das möchte ich nicht. Ja, der kann da links nicht mehr hin, da ist kein Platz. Dann müssen wir weiter vorn fahren. Weil die müssen nämlich die Hauptstrecke nämlich freilassen. Falls wir mit einem Abfahrer fahren, der muss da Platz haben, ne? So, den nächsten. Das ist der Flug. So. Ja, da kann ich schon in die richtige Richtung fahren. Und da die Kronen. So, mal gucken, ein Lichtbild spielen. Zwar also aus. 1, 2, 3. Jetzt geht es in der Breite. Also 1, 2. So. Ungefähr 2 Stunden wird es heller. 3 Stunden ungefähr, vielleicht 4. Dann haben wir wieder Tageslicht. Können wir die Flüge entsprechend wegstellen oder wir fahren die gleich mal rüber zum Hallen und schnappen uns die Seemaschinen. Suchen Plattenweg. Da ist der Plattenweg. Dann können wir gleich die Aussaat vorbereiten. Dann die wir nehmen wir vier Maschinen. Dann werden wir ziemlich schnell fertig. Und ich glaube es auch nicht daran, dass wir noch Gras ernten können, aber es könnte natürlich sein. Ne? Und dann könnte. Aber ich glaube nicht dran. Ha, die Weihnachtsbäume stehen noch. So, jetzt müssen wir überlegen, wo wir am besten hinparken. Fahren. Da drüben die Hallen, das sieht ganz gut aus. Ein bisschen höher gucken. Gleich hier erster nehmen.
Flug müsste nicht repariert werden. Das geht immer. Waschen, naja gut. Müsste eigentlich, aber gut. Da haben wir jetzt keine Zeit dafür. So, schnappen uns eine Seemaschine. Eine. Mal schauen, wie die... Die sind gut gefüllt. Und gehen wir gleich aufs Gras. Reparatur, das geht, das ist okay. 4%, das ist okay. So. Ist schon sehr dunkel hier im Hof, also. Aber nicht mal lange, der wird's hell. Bisschen hat er schon geworden. Und dann können wir vor loslegen. So, das wird die erste Maschine sein. Stellen wir mal hin. Haben wir davor. Stellen wir hier vorne mal hin. Ob wir hier starten, das weiß ich noch nicht genau. Obwohl, das ist eine andere Arbeitsbreite. Da könnte sein, dass wir locker hinkommen. Das Gewicht. So, Faktor 3%, das geht. Flug auch 3%. Ja, den wollen wir wegparken hier, den einen. Oh, mal schauen. So kommen wir wirklich rein. Hallo. Ach, die gehen alle. Vielleicht nur noch einen zweiten dahinter eingeparkt. Mal schauen. Wusste fast. So, jetzt hier. Nächste Maschine nehmen. Nächste. Den müssten wir auffüllen und gleich auf Gras und Gras. Äußerst schlecht, wenn wir einen hätten, der mittendrin in Mello kommt. Das reicht nicht. Machen wir gleich auf. So. Da haben wir jetzt diese Originallager genommen. Da haben wir jetzt mal was eingefahren. Eine gewisse Menge. 70 Kubik damals. Mal schauen, ob wir jetzt wieder rauskriegen. Zwei weg. Dünger. Ne, ich hab gleich wegfahren, das ist ja schon weg. Ich habe keinen Saatgut mehr. Das ist schlecht. So, die Schauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. So schnell vergeht die Zeit. Dann sage ich immer Tschüss in den Winkel. Ciao, ciao.
Wir machen gleich weiter in der nächsten Folge. Tschüss. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.